Heute soll es also um das Thema Eisen im Magnetfeld gehen. Man findet häufig magnetische Anordnungen mit Elektromagneten, wo die Spulen auf Magnetkerne gewickelt sind. Und warum man das so macht, das gucken wir uns heute mal an. Gucken wir uns mal so eine Spule an. Dann, ich zeichne hier mal so eine Spule mit mehreren Windungen. So, das soll mal eine Spule sein. Und in die Spule schicken wir einen Strom I. Und wenn wir dann N Windungen haben, dann haben wir eine Durchflutung, Theta, die wir im Prinzip da reinstecken. Und je nachdem, wie groß die Feldlinien und wie lang die Feldlinien sind, hier haben wir mal so eine kurze, da mal eine größere Feldlinie, hier entsprechend an dem Bereich genauso. Wir bekommen also aus dem Strom I, den wir in die Windung stecken, bekommen wir eine Durchflutung, die wir dann in das ganze System hineingeben. Und je nachdem, wie groß die Feldlinien sind, bekommen wir eine magnetische Feldstärke. Und aus der magnetischen Feldstärke dann im Prinzip unsere Flussdichte B, so wie wir das im letzten Video gesehen haben. Das wäre jetzt eine Spule ohne Eisenkern, einfach nur eine Spule gewickelt. Und wie sieht das jetzt mit dem Eisenkern aus? Dazu schlage ich mal eine neue Seite auf. Hier habe ich jetzt einmal einen Eisenkern. Der sieht so aus. Und dieser Eisenkern ist zunächst einmal magnetisch neutral. Und zwar haben wir innerhalb des Eisenkerns sogenannte weiße Bezirke, die sich entsprechend hier verteilen. Das sind so Elementarmagnete, die in so einem Magnet, die in so einem Eisenkern vorhanden sind. Und wenn der Eisenkern magnetisch neutral ist, dann bedeutet das, dass diese Elementarmagnete in diesem Eisenkern nicht gerichtet sind. Das heißt, manche liegen quer, manche liegen längs, manche haben ihren Nordpol oben, manche haben ihren Nordpol unten. So, ich wechsle mal die Farben, damit man es mal so ein bisschen sehen kann. Und zwar zunächst einmal die Nordpole. Das heißt, ich habe hier verschiedene Nordpole. Hier soll mal ein Nordpol sein. Und da ein Nordpol. Dann wieder hier ein Nordpol. Und auf jeden Fall sind diese Elementarmagnete wild durcheinander, nicht gerichtet. Das heißt, es gibt keine Vorzugsrichtung, dass oben oder seitlich der Nordpol ist, sondern der ist entsprechend verteilt. Das gleiche mache ich mit den Südpolen auch einmal. So, dann nehme ich mal einen Südpol, einen grün. Dann habe ich hier auf der anderen Seite meine Südpole. Und so habe ich hier viele Elementarmagnete, die verteilt sind und keine Vorzugsrichtung haben. So, und jetzt mache ich Folgendes. Ich wechsle nochmal die Farbe. Gehe nochmal wieder auf. Na, ich gehe jetzt mal auf Schwarz. Und jetzt lege ich hier eine Spule an. Ich wickle also eine Spule hier rum. Einmal vorne rüber, hinten wieder zurück. Vorne rüber, hinten wieder zurück. Und so weiter. Das sollen mal vier Windungen sein. Und da schicke ich jetzt meinen Strom I in meine Spule bei vier Windungen. I mal 4, also I mal N, habe ich hier meine Durchflutung, die ich da reinstecke. Und genau wie eben auch die Magnetfelder. Das heißt, ich habe hier solche Magnetfelder, die sich hier entsprechend bilden. So, und hier vielleicht auch nochmal vier, zwei Stück. So. Wenn ich mir diese die Anordnung anschaue, der Strom geht von oben hier rein, dort dahinter, und dann kennen wir ja unsere rechte Handregel. Das heißt, wir haben hier oben unseren Nordpol und da unten haben wir unseren Südpol.
Und was jetzt mit dem Eisenkern und mit diesem Eisenstück passiert, diese Elementarmagnete, die richten sich jetzt auch aus, weil Feldlinien gehen ja durch den Eisenkern durch. So, soll gar nicht gerade sein. Und die Elementarmagnete, die richten sich jetzt auch aus. Das heißt, es wird, je größer das H-Feld ist, was wir dort erzeugt haben, sind die Elementarmagnete jetzt nicht mehr wild verstreut, sondern richten sich entsprechend aus. Und zwar in der gleichen Richtung wie auch dieses äußere Magnetfeld. Das heißt, ich habe hier oben meine, da müsste ich nochmal die Farbe wechseln. Da nehme ich mal wieder die rote Farbe. Ich habe hier oben meine Nordpole. Die Südpole zeichne ich jetzt mal nicht ein, die kann man sich denken. Und das bedeutet, ich habe jetzt zusätzlich zu meinem Feld, was ich außen angelegt habe, also ich habe ja hier auch meine Spule rumgewickelt. So, wieder meine vier Windungen, die ich hier eben auch hatte. So, hier wird der Strom reingesteckt. Also zusätzlich zu den Feldlinien, die ich aufgrund der Spule habe, weil die Spule entsprechend Strom führt, habe ich noch zusätzlich von diesen Elementarmagneten, die sich jetzt ausgerichtet haben, noch ein zusätzliches Magnetfeld. Das heißt, das soll das Magnetfeld sein, was hier von diesen Magneten her erzeugt wird. Hier entsprechend auch. Und dann habe ich ja den gleichen Strom in die Spule gesteckt wie hier auch. Das heißt, hier habe ich auch noch die Magnetfelder, die letztendlich vom Spulenstrom herrühren. So, einmal hier rum. Und hier hatte ich auch auf der linken Seite zwei gezeichnet. So. Das bedeutet also, dass der Eisenkern letztendlich mein Gesamtmagnetfeld gestärkt hat. Und das ist der Grund, weshalb man solche magnetischen Anordnungen mit Elektromagneten über solche Eisenkerne führt. Das sieht also so aus, wenn ich mir das mal so anschaue, in einem Koordinatensystem. Das ist die magnetische Feldstärke, die ich dort habe. Und das hier oben auf der Y-Achse, das ist die Flussdichte. Dann sieht das in der reinen Luftspule so aus, dass ich ein proportionales Verhalten habe. Das haben wir uns beim letzten Mal auch schon angeschaut. Also das soll jetzt eine Gerade sein. Und für Luft gilt Folgendes. B ist gleich μ0 mal h. Das heißt, wenn ich das h größer mache, wird auch das b größer. Und mit einem Eisenkern habe ich ein Verhalten, das zusätzlich zu dem Magnetfeld von der Spule noch das Magnetfeld des Eisens dazu kommt. Das sieht dann so aus, dass ich, wenn ich das H erhöhe, das B sehr stark erhöht, weil zusätzlich zu dem Spulenstrom, zu dem Magnetfeld der Spule, noch die Ausrichtung der Elementarmagnete dazukommt. Und irgendwann sind alle oder fast alle Elementarmagnete ausgerichtet. Das heißt, eine zusätzliche Erhöhung von H würde nicht noch weitere
Elementarmagnete ausrichten. Und dann kommt es zu einer Sättigung. Das heißt, dann werden nicht mehr zusätzliche Elementarmagnete ausgerichtet, sondern dann sieht die Kurve entsprechend so aus. Das geht hier so leicht hoch. Entsprechend, wenn ich mein H erhöhe, dann erhöhe ich auch noch leicht mein B. Aber nur dadurch, dass ich einen größeren Strom hier durchschicke, dass hier das H entsprechend sich erhöht. Aber nicht mehr dadurch, dass sich weitere Elementarmagnete ausrichten.